willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Alliance Alive. Und mal gucken, wie weit wir heute hier in diesem komischen DNA-Turm vorankommen werden. Es kann sein, dass es hier so Ausmaße annimmt wie die Ahnenhöhle bei Lufia. Aber ich glaube nicht. Wenn wir hier die Dame haben, haben wir entweder die Hälfte geschafft. Oder aber wir befinden uns schon direkt kurz vorm Finale. Ja, und ich habe auch massiv viele von diesen Order-Jumps erhalten und ich wurde schon wieder attackiert. Direkt mal der Auftakt, sofort ein Kampf. Ja, ich gehe direkt auch wieder auf Auto. Auto-Battle musste funktionieren. Ja, und da meine ganzen Punkte frisch aufgefüllt worden sind, meine SP-Punkte, werde ich auch nicht ganz so viel drauf achten, dass ich da sparsam mit umgehen werde. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich werde hier wirklich alles links und rechts stehen und liegen lassen, weil wir haben es ja in den Folgen zuvor gesehen, es gibt halt kaum Items, die sich lohnen, hier mitzunehmen. Es kann sein, dass hier oben das anders aussieht. Und ihr seht auch schon, die ganzen Gänge und Verästelungen und Abzweigungen, die wären auch alle größer und die hätte uns schon fast wieder erwischt und getroffen. Ja, Thunder Crystal. Selbst auf der Seite macht es keinen Unterschied. Es macht einfach keinen Unterschied, die Sache einzusammeln oder nicht. Haben wir auch schon festgestellt und hier haben wir das erste Mal eine größere Gruppe. Ja, jetzt muss ich wieder gucken. All Enemies, das war Forlorn Wave. Ja, der Rest müsste ausreichen. Strike auf Luck ist auch immer noch sehr cool. Und 5 Deadshots müssen wir nicht unbedingt nehmen. Weil für einen Punkt mehr machen wir auch hier eine Rundattacke. Ja, finde ich gut. Ich denke, dann geht man unser guter Guardian etwas zurück. Oh, wir haben aber total schlecht getroffen. Und vor allem, wenn die jedes Mal 50 an Schaden machen, dann ist das auch nicht so schlimm, denn wir haben ja über 400. Ja, die Zeiten, wo wir nur mit 200 Lebenspunkten durch die Kante gelaufen sind, die sind ja auch vorbei. Ja, langes her. Also vielleicht von der Folgenanzahl gar nicht so lange. Aber hat sie einiges getan und die haben... Warum haben die denn so viele Lebenspunkte? Also dafür ist die Ausbeute sehr mickrig. Na, immerhin kriegt Ignis nochmal einen SP-Punkt als Belohnung. So, und jetzt dürfen wir uns nicht mehr treffen lassen. Na, vorbei. Ja, komm hier, der eine, auch egal. Es kann sein, dass wir eh gleich oben sind. Und auch hier machen wir wieder schön Auto-Battle. Aber das war ein Fehler. Ja, das war komplett ein Fehler, denn wir haben ja hier nur einen Sub-Boss. Ich nenne es mal Sub-Boss. Der hat ein bisschen mehr drauf anscheinend. Ich muss dann doch sparen. Dann nehme ich alles, was ich vorhin gerade gesagt habe, komplett zurück. Ich muss sparen. Naja, Zapshot könnte ja bei dem was bringen, wa? Weiß nicht, wie sich Donner zu Feuer verhält. Aber ein Versuch ist es wert. Und Omni-Rush... Ja, geht auch immer. Wir merken uns, bei Elementaren bringt Ignis am wenigsten, weil der hat ja nur 200 Schaden zugefügt, obwohl die Waffe an sich sehr stark ist. Ja, die sind zu schnell. Die sind einfach zu schnell. Ich hatte von der anderen Seite vielleicht rangemusst. Man kann es ja nicht wissen. Du weißt ja nicht, wo die Monster... Oh, was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Ja, die müssen zuerst weg. Weil die können doch bestimmt irgendwelche Negativzustände auf uns zaubern. Kann ich gar nicht gebrauchen. Strike auf Luck ist in Ordnung. Boah, 100. Die machen 100er Schaden. Da sind wir jetzt oben. Ey, wir sind immer noch nicht oben. Krass. Das muss echt die Hälfte gewesen sein.
Weil dann ist es doch so, dass wir jetzt die grüne Ebene verlassen haben, dann kommt jetzt hier diese gelbe und dann kommt irgendwann die rote. Aber ist es nicht vom Aufbau irgendwie komisch? Und wer sich jetzt fragt, dann sag mal, wieso komisch? Was meinst du jetzt mit komisch? Naja, irgendwie sind die Wege immer länger. Kommt mir zumindest so vor, also vielleicht täusche ich mich da. Aber es ist doch komisch, dass wenn wir unten anfangen und das Fundament offensichtlich größer ist als die anderen Teile, die auf diesem Fundament draufgebaut wurden, müssten da nicht diese Gänge und Pfade eigentlich eher kleiner werden und überschaubarer? Wir hätten noch unten das größte Gebiet haben müssen. Ist ein bisschen komisch. Also der Weg kam mir jetzt irgendwie länger vor als die beiden Gebiete zusammen davor. Und wieder Smalltalk. Oh, guck mal, einer. Ein einziger gegen uns alle, der hat doch keine Chance. Der müsste sich uns anschließen wollen. It's an enemy, please stand back. Ach, er macht's wirklich. Ja, bitte vergib mir. I'm being forced to do this under Lord Wong's order. Ich bin nur eine Marionette. Ich kann nichts dafür. Ich musste euch entgegenstellen, aber ich habe keine Lust. Ich möchte euch wirklich nicht bekämpfen. Weil ich bin eh alleine. There's no need. Achso, sagt der Vivian. There's no need to fight. If he really doesn't want to hurt us. Ja, ich denke, wir müssen auch gar nicht kämpfen, wenn der uns gar nichts antun möchte. Na, ich würde sagen, wir lassen ihn einfach hier stehen und liegen. Wirklich? Ihr lasst mich am Leben? Na, verarscht! Ja, das war ein kurzer Auftritt. Also, ich gönne ihm die Szene. Hat er alles falsch gemacht? Er hätte tatsächlich einfach nur sich uns anschließen müssen oder uns aus dem Weg gehen sollen. If you intended to attack by surprise, you should have done a better job. Das war viel zu vorausschauend oder vorausblickend oder zu... keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Es war auf jeden Fall nicht genug geplant und das war einfach eine sehr billige Attacke. So, Punkt, aus, Schluss, Ende. Oh, aber er hat noch eine Überraschung für uns. Und zwar Skelette. Ja, klapper, 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 klapper. Das wird ihm auch nichts mehr helfen und bringen. So, jetzt muss ich aber tatsächlich ein bisschen aufpassen mit den Skills. Ach, und schon wieder. Ich habe vergessen, dass die Skelette so einen Schlafzauber können. Ja, Käse. Na, jetzt bringt es auch nichts mehr, auf die Skelette zu feuern, oder? Ich meine, ich hoffe, dass der Dragoon gleich weg sein wird. Und wenn die Skelette dann immer noch weiter ihren Schlafzauber machen, dann ist das ja in Ordnung. Oh, 240. Der Typ muss weg. Okay, die können nicht viel. Dann wechsle ich mal hier auch nur auf eine Null-Attacke. Wir hatten noch hier irgendwas. Genau hier, Gale Swast. Und wieder einmal ein paar Lebenspunkte aufgefrischt oder aufgemaxt, kann man ja fast sagen. Madam, let's hurry forth. Ja, du hast da schon recht. Okay, der ist bewusstlos. Oh, der macht gleich irgend so einen Schneeengel. Na, leider haben wir keinen Schnee. Na, egal, was soll's. Phew, did we climb halfway up now? Was? Das ist erst die Hälfte? Mach keinen Scheiß. Rachel, sag doch nicht sowas. Mach mir keine Angst. Oh, und hier muss ich mal direkt eine Pause machen. Weil, wisst ihr, an was mich das erinnert? Das könnte tatsächlich schon wieder so ein finales Dungeon sein. Ich weiß nicht, wer von euch am meisten hier schon reingeschaut hat. Aber mal die Frage an euch Rollenspieler da draußen. Ist es euch schon mal aufgefallen, dass warum auch immer sehr oft das letzte Dungeon bei einem Rollenspiel immer so extrem in die Länge gezogen ist mit extrem dem gleichen Layout vom Dungeon? Da ist Final Fantasy ein wahrer Meister drin.
Und dann sind es auch meistens immer irgendwelche komischen, ja, das Wort komisch beschreibt es eigentlich schon. Es sind komische Dungeons, die irgendwie ganz, ganz seltsam aussehen. Weil das irgendwie alles so verzerrt aussehen soll und futuristisch und Raum-Zeit-Kontinuum und so weiter. Ich meine, gut, das ist jetzt hier nicht. Aber wir haben trotzdem ein sehr großes Schlauchlevel. Und man könnte fast meinen, wir sind wirklich im letzten Dungeon. Ja, müssen wir abkürzen. Das müssen wir abkürzen. Und wir brauchen keine Kämpfe mehr. Okay, wir haben den Vogel. Ah, schon mal ein bisschen entgegenwirken können. Und der... Den konnten wir auch ausweichen. Oh, und schaut mal, wie lang das da drüben gehen würde. Ja, wir haben jetzt bestimmt ganz, ganz viele Items verpasst, aber das ist erstmal völlig Wurst. So, und den müssen wir wohl bekämpfen. Na, dann machen wir das mal. Das ist die Strafe für diejenigen, die es einfach haben. Oh, drei Ritter. Drei Ritter der Kokosnuss. Okay, dann machen wir die trotzdem erstmal platt. Das war ein Discord. One enemy. Na bloß gut, dass der den Kampf vorhin verschlafen hat, weil der hat noch sehr mächtige Attacken. 0, 50. Das geht, ja, das ist völlig in Ordnung. Die haben nicht so viel drauf. Die haben Gott sei Dank nicht ganz so viel drauf. Wieder HP ab. Sehr nice. Ja, sag mal, wie oft wollte ich eigentlich schon gucken, dass ich meine Talentpunkte wieder so ein bisschen auffrischen kann? Na hier, wir haben 6.230 Punkte. Da ist doch irgendwas machbar. Ich fände es cool, wenn unsere Speerskills weniger kosten würden. SP consumed. Oh, er hat sogar schon Heroic. Art Boost. Der hat Awaken im Puff doch gar nicht drin? Wie konnte mir denn das passieren? Welche Nachlässigkeit? Der hat auch 6000. Ja, dann machen wir das. Und der hat schon 4000. Ja, der Rest macht bei ihm jetzt wenig Sinn. Also ich meine, das würde ich gerne noch haben. Und das... Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin, oder? Naja, dann sorgen wir zumindest für ein bisschen ATK-Schub. Weil da steht ja Position Level Increase Rate geht nach oben. Und ich setze ja momentan alles auf ATK. Das heißt, unsere Chance wird erhöht, dass nach einem Kampf wir einen ATK-Bonus bekommen. Wegen unserer Position, wo wir halt stehen. Das ist damit gemeint. Ich hätte es auch sparen können, um vielleicht dann das hier noch mitzunehmen. Awaken Secret. New Arts Learn Weight geht doppelt nach oben. Aber das Problem ist ja, du weißt ja nicht, also ich weiß zumindest nicht, ob das Sinn macht, da nochmal was zu investieren. Weil was ist denn der letzte und größte Skill, den man hier haben kann? Woher weiß ich, dass ich den besten Skill gerade bekommen habe oder erlernt habe? Na, ich könnte online nachgucken. Man findet zwar nicht so viele Infos, aber das müsste schon ein Teil dieser Infos sein. So, und das ist das vorletzte Gebiet, glaube ich, weil danach kommt die rote Wand und über der roten Wand müsste auch die Turmspitze sein. Charles, so ihr meldet also ich hier. Ihr habt es also geschafft bis hier nach oben. This must mean you took down the Dragon Squad. Das heißt, die ganze Dragon-Einheit wurde vernichtet von euch. Hm, sitz weit, wie bitte mal ab. Wir haben sie alle besiegt. Hahaha. Wir hatten keine Chance. If you don't want to enter Black Soul Skies, then you'd better get out of the way. Und wenn du nicht auch so enden willst, dann hau es ab. That's not going to happen. Das passiert nicht. Lady. Ja, ich kämpfe auf jeden Fall für Lord Woke. Selbst wenn ich der Letzte bin, der hier noch übrig bleibt. She shot off the keep saying that. Das hat jeder zuvor ebenfalls gesagt.
Why the hell are you guys like this? Warum seid ihr da so? Naja, ich meine, die kämpfen halt für die eine Sache. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist eigentlich richtig und was ist eigentlich falsch? Aus deren Sicht ist es ja wahrscheinlich eine Ehre, für Lord Woke zu kämpfen. Das ist halt seine Form der Richtigkeit. Ja, für ihn sind wir die Bösen. Und er sagt's auch. We have our own principles. Principles that we believe in. I don't need to explain. Ja, das ist ja genau das, was ich auch gerade irgendwie auch selber sagen wollte. Die haben halt ihre eigenen Prinzipien an die sie glauben. Und der muss es uns nicht erklären. Und ich denke, diese Sachen kann er uns auch gar nicht erklären. Es würde nur zu einer Diskussion führen, die halt immer im Kreis verlaufen würde. I don't get you old. Ich verstehe euch nicht. Aber ist egal. Ja, und ich sage das gleiche auch zu euch. Aber es ist ja witzig, dass die genau das Thema jetzt auch ansprechen. Ja, looks like we have all to fight. After all. Ja, ich glaube, wir müssen kämpfen. Das ist richtig. Und jetzt komme ich. Und er kommt auch tatsächlich. Oh, die Monster schreien. Aber es hilft denen auch nichts. Können sie schreien, wie sie wollen. Oh, ich hoffe, wir kriegen oben noch mal so ein bisschen die Möglichkeit, uns aufzuheilen. Und ich habe auch immer noch nicht herausgefunden, ob man einfach so mit einem ganz normalen, ollen, blöden Heiltrank sich auffallen kann oder zumindest die SP-Punkte sich regenerieren darf in unserem Pausenbildschirm. Das hat ja bisher auch noch nicht so gut funktioniert. Habe ich mich aber auch trotzdem weiter noch gar nicht drum gekümmert, ob ich da was übersehen hatte. Ja, aber auch der Schaden ist völlig in Ordnung. Also dürfen wir keine Schwierigkeiten haben. Power Wagon! Flash Forward! Und der Schaden war satt. Was hatten wir da auf uns drauf gezaubert? Ernsthaft? Der hat jetzt so viel Schaden gemacht, dass wir doch K.O. gegangen sind? Das kam überraschend. Aber nicht, weil die Attacke an sich so stark gewesen ist. Der hat irgendetwas auf uns drauf gezaubert. War das Gift? War das so ein Flucheffekt? Oh, ich hätte gucken sollen in den Menüs. Aber dafür gab es ganz viele Talentpunkte. So, we were just sacrificial pawns. I'm sure Lord Woke has foreseen all this. I have no regrets. Okay, also er sieht sich selber als so ein Opferlamm. Aber er bereut halt auch nichts. Lord Woke hat es wohl so vorausgesehen, dass wir, oder er, nur so eine Art Opfer ist, um Zeit schinden zu können. Aber er lebt damit anscheinend und das ist auch ganz gut. Also wahrscheinlich, na, ich will nicht sagen, er stirbt in Ehre, weil er ist ja erstmal nur K.O. Why do you keep opening him when you already know all that? I really don't get this guy. Naja, Tigi, das ist dann sowas wie Ehre halt, ne? Was macht man nicht alles für Ehre? Forgive me, Lord Woke. We've all failed you. Ja, steckst du nicht drin. Oje, oje, oje. Und wir haben hier auch nichts zum Auffallen. Aber ich muss mich auffallen. Ich kann jetzt nicht mit eingeschränkten AP-Punkten nach oben gehen. Wie viel haben wir denn überhaupt verloren? Oh, das tut weh. Also das tut schon wirklich weh, das so zu sehen. Weil wenn da steht, 428 von 475 möglichen Lebenspunkten. War Galil nicht auch K.O.? Wieso hat denn er seine Lebenspunkte noch behalten dürfen? Aber die 50 von Shiki, ei, 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 also das ist schon, ja, nicht ganz so geil. Ach, und schon wieder zu ungestüm. Ich denke immer, die Vögel, die gehen noch ein bisschen weiter. Machen die aber nicht. Lightning Walk.
Also ich würde mich über eine Waffe oder über eine sonstige Ausrüstung freuen. Arcane Crystal. Und ich höre Monster. Ach, hat er uns trotzdem erwischt. Also nicht mal in Ruhe stehen darf man dort. Ja, ich guck mal, wie unser Skill jetzt gerade aussieht. Und zwar von Galil. Flash for... Oh, 3. Der kostet auch nur 3 Punkte. Und Stun Effect. A high speed stun attack that sweeps an enemy with a quick efficient motion. Oh, das ist gut. Das ist sogar richtig gut. Stun Effect und 64 Attackenschaden. Und habt ihr gerade auch gesehen, was passiert ist? Tatsächlich ist die Beschreibung auch so zutreffend, dass Gali zuerst angegriffen hat. Kann man das irgendwo auch erkennen? Wie schnell eine Attacke ausgeführt werden kann. Weil Galil hat jetzt an und für sich eine schwere Ausrüstung, dürfte eigentlich nicht so schnell unterwegs sein. Aber da steht Support 19. Kann das sein, dass Support auch bedeutet, dass je höher der Balken ist, desto eher kann die Attacke ausgeführt werden? Warte mal. Ich nehme mal ein Twin Spike. Wir haben ja gerade eben zuerst angegriffen. Das ist ja interessant. Ich meine, blöd nur, ich bin jetzt fast am Ende des Spiels und das habe ich jetzt erst für mich gecheckt. Ich meine, es kann Zufall gewesen sein, aber glaube ich nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Support ist dann eher sowas für die Zauberklassen oder Unterstützer, dass dann die Heileffekte größer werden. Und ich habe mich schon immer gewundert, warum Asura, wenn sie uns ja heilen sollte, nicht wirklich großartig heilen konnte, auch wenn sie in Support alles von mir bekommen hat. Ach, na jetzt habe ich natürlich Bock, die Attacken ein bisschen anders aufzustärken. Das ist Geschwindigkeit. Aber wäre es da nicht irgendwie cooler vom Spiel, wenn die statt Support den Begriff Speed gegeben hätten? Damit auch wirklich hier so ein Let's Player wie ich das checke. Was Support? Ich meine Support. Wie kommt man denn auf den Begriff Support? Oder hat Support noch irgendeinen anderen Nutzen? Vielleicht ist es ja doch auch zusätzlich noch interessant für die Heilerklassen. Ja, das heißt, wir haben auch hier in der heutigen Folge wieder was dazu gelernt. Oh je. Und keine Truhe. So eine Scheiße. Ja, mach ich jetzt. Erstmal speichern. Ich meine, ich gehe nach vorne und versuche ihn einfach zu besiegen. Aber wir sind noch nicht ganz oben. Also irgendwas wird hier gleich passieren, weil wir sehen keinen Gegner und es ist verdammt ruhig, aber wir sind noch nicht ganz oben auf der Spitze. Wir sehen auch noch nicht mal das Äthergerät. No, I can finally see the top. Ich kann die Spitze sehen. Oh, ich bin ganz schön erschöpft. Garli, bitte halt mich. All right, we are almost there. Let's climb until we reach the top. Nun lasst uns nach oben. I wonder if Matilda and everyone are safe. Und wir machen uns Sorgen über Matilda und deren Leute. Ob es ihnen gut geht? Hey, all we can do is have some faith in them and keep going. Wir müssen ihnen einfach nur vertrauen und weiterkämpfen. Let's make sure we do whatever we can on our end.
Also lasst uns sicher gehen, dass wir alles dafür Nötige tun. Dass wir Erfolg haben. Okay, also ich denke, das hätte ich tatsächlich auch instant übersetzen können. Aber ich denke, da erspare ich mir die Arbeit. Wir haben gerade gesehen, dass Mathilda ein ganzes Heer angeführt hat. Und sie kämpft auch gerade gegen ein anderes Heer. Und zwar vom Beastvolk. Ruhm und Ehre. Für die Dragon Guards. Ja, so würde ich es jetzt einfach mal sinngemäß übersetzen. Ach doch, wir haben hier Gott sei Dank noch eine Truhe und eine Dame, die uns wahrscheinlich uns einen kleinen Schlafplatz bietet, oder? Unbedingt besten. Wir müssen unbedingt uns hier ausruhen. Speichern müssen wir nicht. Weil das haben wir gerade über die Schnellspeicherfunktion erledigt und ja. Das wird jetzt wohl die letzte Wand sein. Und auch hier versuche ich den Kämpfen möglichst auszuweichen. Nein. Nein, fuck. Und schon wieder. Alles auf Vogel erwischt, gibt's das. Oh, also diese Passage, die wäre für ein Jump-in-One-Spiel ziemlich interessant. Ja, für die Playsy. Wenn es dann darum geht, irgendwelche Platin-Trophäen zu holen. Ja, Aufgabe ist es, erklimme den Turm von 0 bis 7, ohne einmal kämpfen zu müssen. Aber nur bei diesen Passagen, wo wir gerade eben sind. Ne, die Zwischenstops, die zählen natürlich nicht mit dazu. Oh, ich glaube, bei sowas, da wäre ich viel zu ungeduldig. Ja, haben mich gerade gewundert. Eigentlich sollte unser Barbarossa die Gruppenattacke machen. Oh, wir kriegen Armor! Oh, das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Netpower. Tja, ich habe ja immer gedacht, Netweight hat ja auch einen Einfluss auf die generelle Spielgeschwindigkeit. Also ob ein Charakter eher dran ist am Zug oder nicht. Also es dürfte auch immer noch so sein, so war ja die Spielbeschreibung. Am Anfang bilde ich mir ein. Deswegen nehme ich es, ich weiß nicht, ob ich es mit reinnehmen sollte. Ich brauche irgendjemanden, der sowieso schon viel hat. Aber wer macht denn den dicksten Schaden? Ich glaube, Electric Armor konnte man auch kaufen. Ah, das Ding ist aber, ich traue mich nicht. Ich traue mich das nicht zu nehmen, weil ich dann echt Angst habe. Ich bin dann halt irgendwie später dran. Aber wenn ich anders jetzt an die Sache rangehe und eh davon ausgehe, dass auch wenn ich diese Ausrüstung nicht hätte, der Gegner sowieso zuerst angreift, dann spielt es ja keine Rolle. Und ihr seht, ich habe es ja auch schon bereits einmal im Sortiment. Da steht ja eine 2. Ja, sonst würde da ja jetzt nur eine 1 stehen. Ich meine, wir können es ja mal probieren. Es kann nicht schaden, dann doch mehr auf Schaden zu gehen. Vielleicht ist es eine Fehlentscheidung. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht bringt uns auch dieser Schockresistenzzustand auch ein bisschen was. Jetzt haben wir Glück gehabt. Ja, dass uns der Blitz zwar getroffen hat, aber nicht so blöd, dass wir vom Gegner erfasst wurden. Ja, mal gucken, ob wir den Kampf auch ausweichen können. Dann müssen wir nur hier die Mitte abwarten. Oder? Kann man auch? Da muss ich nochmal speichern. The Final Easter Gear, Chapter 33. Ach, auf den letzten Meter. Auf den letzten Meter trifft uns. Alter, haben wir ein Pech. Und vor allem, die hatten so viele Lebenspunkte. Boah, die gehen gar nicht leider. Leider gehen die tatsächlich gar nicht. Was mach ich denn da jetzt? Ich mach trotzdem Einzelattacken. Naja gut, bis auf Barbarossa. Weil hier will ich jetzt nichts verschwenden. Also ich drücke die Daumen, dass dann auch der Turm gut agiert. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den ersten weggedankt. Und wenn die jetzt 50 Attacken machen, müssten wir es überleben. Auch wenn die zu 5 sind. Oh yes, Stun. Sehr nice. Und da ist keiner gestorben. Haben wir ein Schwein, dass wir die stunnen konnten. 87, 104, was ist da los? Alter, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Die müssen wir wegklatschen. Also tut mir leid, aber die müssen wir wegklatschen. Und wieso hat Rachel jetzt so verdammt wenig Schaden gemacht? War es Strong vs. Winged? Hätte doch eigentlich jetzt reinzwubbeln müssen. Vielleicht Zapshot. Macht zumindest mehr Schaden. Na, es ist auch total blöd gewesen, dass wir echt hier in diese Gegnerhorde reingewascht sind. Das ist so blöd. Wildswing. Na, das hat ja richtig Schaden verursacht. Nicht mal 100. Was ist ein Wildswing? Null. One enemy. Wieso kriegen wir denn jetzt bitte so eine schwache Attacke? Die hätten wir doch bestimmt am Anfang irgendwann kriegen sollen, oder? Naja, ich meine, das Blöde ist ja auch, dadurch, dass wir jetzt diesen Skill bekommen haben, haben wir eine stärkere Attacke einfach mal sein lassen. Das ist sogar mehr als blöd gelaufen. Aber die dürfen doch gar nicht mehr so viele Punkte haben an HP. Jetzt haben wir sogar schon Ignition erreicht. Man könnte ja fast meinen, das hier ist der Endkampf. Und wieso machen wir überhaupt keinen Schaden mehr? Das ist doch komisch. Was ist denn hier los? Slash Defense, Quash Defense, Pierce Defense, Butterfly Queen. Die hat sich gestärkt, deswegen. Na gut, und wir nutzen auch nicht unsere vollste Power, von daher. Domino Mask. Naja, vielleicht hat es sich ja doch gelohnt.
Nee, leider nicht. Hat sich leider überhaupt gar nicht gelohnt. Das hat sich da sogar noch nicht mal für unsere zweite Reihe gelohnt. Na gut, der Pinguin freut sich, weil der hat noch keinen Hut. Na, ist doch schön, das. Dann haben wir für ihn gekämpft. Dann haben wir einfach hier den Kampf für den Pinguin bestritten. Und damit ist auch gut. So, und wir kämpfen jetzt noch irgendwann nochmal gegen so einen Vogel. Wir haben dich umzingelt, Woke. Umzingelt? Ja, macht wohl einen Fehler. Ihr, mich umzingelt. Ihr habt einen ganz schön armseligen Sinn für Humor, muss ich sagen. Ach ja, wirklich? Und sag mal, warum bist du den ganzen Weg hierher gekommen überhaupt? Ja, bestimmt nicht, um den Ether zu beschützen. Und außerdem ist der Turm ziemlich speziell, oder? Ganz schön scharfsinnig, aber trotzdem zwecklos. Denn alle hier, du und du und selbst du, Let's Player, ihr werdet alle sterben. Alle! Und damit kommt es zum Showdown gegen Woke. Wir haben immer noch keine Ahnung, was er hier überhaupt von diesem Ether Gear möchte. Und wir wissen auch nicht, wofür er überhaupt dieses komische Holy Sword braucht. Ich denke, wir werden ihm erst das ganze Böse aus ihm rausschlagen. Und dann, wenn er am Boden ist, dann wird er schon ein bisschen sprechen wollen mit uns. Wenn er sieht, dass wir doch ein bisschen mehr Kraft haben, als er von Menschen erwartet. Ja, es geht direkt mal los mit was denn überhaupt? Was können wir denn machen? Ja, ich denke, Ignis macht erstmal leichte Attacken. Haben wir irgendwelche coolen Effekte noch mit drauf? Weapon Attack geht nach unten. Self. Mache ich aber nicht. K.O. wird nichts bringen. Stärke geht nach unten. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Wir brauchen aber irgendjemanden, der ordentlich Schaden noch macht. Dafür haben wir ja Barbarossa. Er pimpt sich selber. Wir haben noch nicht ganz so viele Runden. Aber gerade am Anfang geht's noch. Wir kennen ja noch aus den Bosskämpfen zuvor. Der Bossgegner, der ist ja immer so, ja, aufgebaut, dass der erst kurz, bevor er vor der eigentlichen Vernichtung steht, seine dicksten Attacken rausprügelt. Das heißt für uns, wir können alles, was bestimmte Zustände angeht, eigene Buffs oder generische Debuffs, das sollten wir am Anfang gleich mal versuchen zu wirken. Stun zum Beispiel, aber ich glaube Stun, da müssten wir auch zuerst drankommen. Nee, komm, das ist egal, wir machen einfach, ja, 99. Ich probier's mal. Und das könnte uns hier in dem Kampf helfen, weil ich habe das Gefühl, dass Woke nicht gestunt werden kann. Und ich gehe mal von der Geschwindigkeit ein bisschen runter. 300. Habt ihr gesehen? Ja, die Attacke war schon mal schön. Eigentlich würde ich gerne weiter angreifen, aber leider brauche ich noch einen zweiten Heiler, sonst sehe ich hier keinen Stich. ...1100, das war schon mal gut. 1700, das war noch besser. Und die Wine Medicine, ich muss mir das nachkaufen. Also der Effekt ist ja einfach mal zu göttlich. Direkt mal auffallen. Aber ich denke, bei der Strategie bleib ich erstmal. Ach, hat er uns wieder getroffen, gibt's nicht. Also irgendwie hat auch Barbarossa einfach mal ein total hartes losgezogen. Ich habe keine Ahnung, warum er immer attackiert wird. Das ist immer er. Als ob die so einen richtigen Riecher haben, wer hier die dicksten Attacken raushaut.
Ja, ich werde meine Waffe aber auf gar keinen Fall hier opfern. Wir greifen einfach weiter an. Weil jetzt haben wir ja alle vollste Lebenspunkte, von daher können wir uns das leisten, eine Runde uns mal nicht zu heilen. Kommt natürlich auch darauf an, was er jetzt gerade vorhat. Und All-In könnt ihr auch schön vergessen. Oh, das war weg. Das ging schnell. Und nur 20 mickrige Talentpunkte. Was? Ich kann nicht sterben in einem Ort wie diesem hier. Getötet von einem paar Affen wie ihr. Ja, ein Zugangszauber. Oh, meine Güte. Ich glaube, ich habe ihn diesmal fangen können. Hihihihi. Verdammt. Und wir können hier speichern. Haben wir das jetzt wirklich einfach geschafft, dass die Barriere jetzt weg ist? Es sah ja schon so aus, als ob sich da irgendwas getan hätte und wir wirklich das erste Mal in den Himmel blicken konnten. Und ich habe mich auch gerade gefragt, was ist denn jetzt mit Rock passiert? Der wollte flüchten, so wie es aussieht. Und Vivian hat gesagt, hey, diesmal konnte ich ihn aber fangen. Und dann ist er trotzdem irgendwie in sämtliche Wolkenpartikel aufgelöst worden, so sah es zumindest aus, und ist dann doch verschwunden. Oder ist das die Art, wie ein Dämon einen anderen Dämon fängt? Also was ist jetzt mit Rock passiert? Ja, na, ich werde auf jeden Fall hier speichern. Und das war's für den heutigen Part. Ja, so wie es weitergeht, das sehen wir heute nicht mehr. Das ist der perfekte Punkt, um die Folge heute zu beenden. Ja, ich sage auch hier wieder vielen Dank fürs Zugucken. Ich habe keine Ahnung, wie viel noch kommen wird, aber ich denke, wir stehen wirklich kurz davor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch so viel passiert, weil jetzt ist ja die Barriere weg. Und was soll jetzt noch kommen? Wir haben ja keine weiteren Widersacher außer Kowalsa. Vielleicht haben wir noch einen Dungeon. Aber fällt mir irgendwie schwer zu glauben. Es sei denn, das Spiel packt jetzt nochmal so ein Schlauchlevel mit rein. Das würde ich aber irgendwie blöd finden. Na, mal sehen. Was mache ich mir hier in den Kopf? Es bleibt dabei. Ich sage tschüss, ade, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.